Ja, also wenn in 3 Tagen das Fieber nicht weg ist, dann kommen Sie wieder in meine Praxis, nicht wahr? Fräulein... Ich heiße Elvira. Ja. Entschuldigung. Fräulein Baum. Haben Sie schon mit meiner Frau gesprochen? Also Ihre Lunge sollte sie sich in jedem Fall mal ansehen. Es ist so schwer, bei Ihrer Frau einen Termin zu kriegen. Tja, da können Sie mal sehen. Wer von uns beiden der bessere Arzt ist. Ich mache das schon für Sie. Sie kann sich wieder anziehen. Tag. Frau, hallo. Danke, Doktor. Danke, Doktor. Frau Mannstedt, wissen Sie, wo meine Frau ist? Ihre Frau ist beim Röntgen. Einen Moment, ich schaue mal nach. Sie müssen noch ein bisschen warten, Frau Gerber. Nehmen Sie bitte Platz. Ihr Mann sucht Sie, er ist in Ihrem Sprechzimmer. Wenn nicht hier in der Praxis, dann sehe ich dich ja überhaupt nicht mehr. Kommst du heute Abend? Nee, du, ich muss noch in die Uniklinik. Zu Brettschneider. Ich wollte jetzt eigentlich nur einen Termin machen für dieses Fräulein Baum. Elvira Baum, du solltest dir mal ihre Lunge ansehen. Und hinterher? Was hinterher? Nach der Uniklinik. Ach so. Das schaust du mich so an? Ich möchte wirklich mal wieder erleben, dass du mir offen ins Gesicht siehst. Du kannst das Mädchen gleich schicken. Wie heißt sie denn? Elvira Baum. Wie jetzt gleich? Ich hab doch gesagt, du sollst sie gleich schicken. Danke. Wo wollen Sie denn hin? Sie sind gleich dran. Ich habe keine Zeit mehr. Frau Dr. Sikorski. Sie sind Frau Dr. Sikorski? Ja. Sie sind Fräulein Baum? Ja. Sie müssen noch warten. Gerne. Die Zielperson macht einen ruhigen, sympathischen Eindruck. Der Praxis nach zu urteilen sehr wohlhabend, in Wirklichkeit aber hoch verschuldet und ständig in dubiose Geldgeschäfte verwickelt. Das haben meine Recherchen heute ergeben. Die Zielperson ist in einer Situation, in der sie möglicherweise auch erpressbar ist. Betäubungsmittel auf Rezept und so weiter. Um 17.05 Uhr habe ich die Praxis verlassen. Ja? Wie kommen Sie denn dazu, in der Praxis aufzutauchen? Davon war nie die Rede. Ich hatte es Ihnen ausdrücklich untersagt. Ich möchte Sie sofort sehen. Geht das? Ja, ich bin schon noch da. Ich warte im Wagen. Hier nebenan ist ein Café. Ich werde in 5 Minuten für eine Viertelstunde etwa die Praxis verlassen. Können Sie da sein? Ja, kann ich. Also, was wollten Sie in der Praxis, Herr Bogdan? Ich wollte Ihren Mann kennenlernen. Sehen, was er für ein Mensch ist. Wie er aussieht. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, Sie bekommen ein Foto. Ich wollte ihn trotzdem sehen. Und? Machen Sie es? Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen sagen, was ich heute schon alles über Ihren Mann erfahren habe.
war heute schon richtig fleißig. Sie brauchen mir über die dummen Geschäfte meines Mannes nichts zu erzählen. Wladimir, bitte. Danke. Und was darf ich Ihnen bringen? Mir? Danke nichts, ich bin gleich wieder weg. Entschuldigung, das ist bei uns nicht üblich. Ich lade den Herrn ein und den Rest behalten Sie. Ist das nur gut? Danke, das war aber nicht nötig. Das war wirklich nicht nötig. Haben Sie kein Tabasco? Tut mir leid, Tabasco ist aus. Oh. Ich liebe meinen Mann immer noch. Oder trotzdem, Herr Bogdan. Es geht nicht um seine Geschäfte. Es ist mir sowieso alles peinlich genug. Sie wollen Namen und Adresse der Frau, mit der Ihr Mann ein Verhältnis hat. Ich habe Sie schon verstanden. Die vereinbarte erste Rate. Mein Mann wird etwa gegen 19 Uhr die Praxis verlassen. In Ordnung. Ich muss jetzt gehen. Was willst du denn in meinem Schreibtisch? Du sollst meine Sachen nicht durcheinander bringen. Ich habe dir das schon ein paar Mal gesagt. Ja. Entschuldige bitte. Was suchst du eigentlich? Du hast unser ganzes Geld durchgebracht. Du missbrauchst meine Arbeitskraft. Was willst du noch mehr? Ich suche deine Unterlagen von Peter Wolfram. Ja, die habe ich dir heute früh schon auf deinen Tisch gelegt. Deine Unterlagen hast du ja noch nie im Griff gehabt. Sag mal, wieso verlässt du eigentlich während der Sprechstunde die Praxis? Ich habe mir etwas zu essen geholt für heute Abend. Oder lädst du mich doch noch zu Brettschneider mit ein? Ja, ich kann dich ja anrufen. Ich sag dir aber gleich, es wird spät. Nein, nein, lass nur. Ist schon gut. Hast du keine Patienten mehr? Doch, doch. Weißt du, manchmal denke ich, ich werde beobachtet. Vielleicht hängt das mit deiner Arbeit mit Brett Schneider zusammen. So interessant ist die nun auch wieder nicht. Genforschung ist immer interessant, denke ich. Naja, vielleicht macht sie mich eines Tages reich. Uns. Dann ist es interessant. Vielleicht rufst du mich ja doch noch an. Ja. Können wir jetzt weitermachen, Frau Dr. Sikorski? Nein, nein, einen Moment noch. Noch nicht gleich. Schade, dass ich Sie nicht selber erreiche, Herr Weinert. Dann machen wir es eben telefonisch. Es ist Donnerstag, spät nachmittags, genau gesagt kurz vor 18 Uhr. Ich hatte Ihnen das ja neulich schon angedeutet, dass Sie Ihre Beobachtungen anstellen sollen. Ich möchte es hiermit endgültig festlegen. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ich werde die Unterlagen über Ihre Beobachtungen vernichten. Bitte tun Sie das Gleiche. Und dann bitte ich Sie, mir eine Schlussrechnung zu schicken. Nicht mehr an die Praxisadresse, sondern postlagernd
Hauptpostamt auf meinen Namen. Und danke für Ihre Bemühungen, Herr Weinert. Das könnte doch auch mal was Wichtiges sein. Ja? Wer ist da? Melde dich doch mit Namen, Mutter. Ich weiß immer noch nicht wie. Bei Bogdan oder nur Bogdan? Ja, du heißt doch Bogdan. Ganz einfach Bogdan, Mutter. Gib mir mal bitte Verena. Heute ist Donnerstag. Weißt du das nicht? Donnerstag? Was ist Donnerstag? Ach ja, Donnerstag, richtig. Ja, da ist sie immer beim Jazztanz. Und dann geht sie danach mit ihrer Freundin zum Essen. Wenn sie anruft, sag ihr, sie kann mich übers Autotelefon erreichen. Das ist auch Quatsch. Nein, Mutter, sag ihr einfach, ich liebe sie. Gerade das werde ich nicht tun. Gerade das nicht. Warum vertragt ihr euch nicht, Mutter? Hast du der Katze schon was zu fressen gemacht? Ja. Ich will auch wieder ausziehen. Das ist hier kein Leben für mich. In einer eigenen Wohnung. Ich muss jetzt aufhören, Mutter. Ich habe noch zu tun. Ich habe Sie gar nicht kommen hören. Ich dachte, Sie sind schon weg. Fehlt Ihnen etwas? Ist Ihnen nicht gut, Frau Doktor? Soll ich Ihnen was zu essen machen? Nein, danke. Oder noch Holz holen für den Kamin? Nein, danke, Frau Ballhaus. Gehen Sie bitte, es ist schon spät genug. Und vergessen Sie nicht, Sie haben morgen frei. Ich will nur noch die Wäsche einräumen. Gute Nacht. Gute Nacht. Yeah.
Ja, Herr Dressel, ich habe noch was vergessen. Was wollen wir denn heute essen? Also ich würde empfehlen, gekochten Hummer garniert mit Spargel und Trüffeln und dazu vielleicht einen frischen Saisonsalat. Und natürlich wie immer ein Chablis, ist doch ganz klar. Ja, das klingt wunderbar. Sehr gut. Moment, nein, nein. Ich rufe Sie an, wenn ich es haben will, ja? Ich möchte noch einen Moment warten. Sie möchten auch mal mitwarten? Natürlich, Herr Professor, selbstverständlich, ist doch ganz klar. Ich habe auch Zimmer nach hinten raus, wenn Sie wollen. Es sind genug frei. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Ich bin einer von denen, die ohne Lärm gar nicht mehr schlafen können. Ja, das gibt's. Es werden immer mehr. Ja. Wenn Sie was brauchen, wählen Sie bitte die Nummer 9. Ja. Keine besonderen Wünsche? Ich meine... Nein, danke. Na dann. Ich bin schon noch da. Schade. Ich wäre ganz gerne zum Essen mit Brettschneider gekommen. Warum tust du mir das immer wieder an? Was sagst du? Nein, es ist nichts mit mir. Ich habe dir nur einfach zugehört. Ja? Frau Dr. Sikorski? Ja? Ich bin's, Detlef Bogdan. Ihr Mann hat eben gerade mit Ihnen gesprochen, ist das richtig? Wo sind Sie? Ich bin in der Pension Hohenstaufen, Zimmer 12. Ihrem Mann genau gegenüber. Und wo ist mein Mann? Im Hotel Exposit, Zimmer 104. Ob das Licht zum Fotografieren ausreicht, kann ich aber nicht versprechen. Ist sie schon da? Nein, noch nicht. Soll ich sie anrufen, wenn sie kommt? Nein. Nein, nein. Ist ja gut, Entschuldigung. Ich melde mich dann wohl erst besser morgen früh wieder. Ja. Thank you.
Ja, was soll das? Was stehen Sie hier? Es hat niemand aufgemacht, Frau Doktor. Ich habe geklingelt. Machen Sie bitte Platz. Mein Name ist Weinert. Ja, und was wollen Sie? Ich kann Sie so gut verstehen, Frau Doktor. Mein Mann hat für Sie gearbeitet. Männer sind das Letzte. Hören Sie mal, ich brauche weder Zuspruch, noch müssen Sie sich solidarisch erklären mit mir. Ja, zum letzten Mal, was wollen Sie? Ich brauche Geld. Mein Mann ist einfach abgehauen, ich habe keinen Pfennig mehr. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Machen Sie den Weg frei. Ich kann die Unterlagen auch vernichten, wenn Sie wollen. Wollen Sie mich erpressen? Ich brauche Geld. Guten Abend, gnädige Frau. Holla. Frau Doktor? Ist noch gar nicht lange her. Muss für etwa eine Stunde passiert sein, so gegen 9:30. Wahrscheinlich waren beide sofort tot, aber das wird die Obduktion zeigen. Bei ihm sind es 2 Schuss, bei ihr 1. Ja, das war's für mich. Wiedersehen, Herr Kassel. Wiedersehen. Brauchst du gar nicht nachzuschauen, Leo. Das Schloss ist unbeschädigt. Sie sind
Etagenkellner. Ich habe sie gefunden. Die Tür vom Zimmer war nur angelehnt. Wie spät war es? Wissen Sie das noch? Ungefähr kurz nach halb zehn. Um halb zehn, ich habe eigentlich Feierabend. Kann ich jetzt gehen? Geben Sie bitte meinen Kollegen unten in der Rezeption Ihre Adresse. Ja? Oh, excuse. Vorher, ich habe nie Tote gesehen. Ja, so ist das. Lassen Sie den Wagen bitte dir. Den kann er ruhig mitnehmen. Was willst du damit? Aber damit nicht im Zimmer. Na, gut. Dankeschön. Sind die Papiere der beiden? Beruhige dich. Scholz dich. Brauchen Sie wirklich unsere Anschrift? Brauchen wir. Wir bleiben mindestens noch zwei Wochen hier. Trotzdem. Danke sehr. Wir brauchen unsere Anschrift. Hast du was zum Schreiben? Ich muss morgen weg. Tut mir leid. In einem Western ballert es dauernd. Ich habe nichts gehört von ihm an. Wir haben einen Kriegsfilm angesehen. Da hört man auch nichts anderes. Aber um ein anderes Zimmer möchten wir Sie bitten. Ja. Ich werde es mit dem Zimmer veranlassen. Wir lassen alles für Sie umräumen. Mein Gott, wie schrecklich, was da passiert ist. Danke. Tut mir leid. Ich habe wirklich nichts gehört. Oh, Entschuldigung. Das ich sollte abgeben. Wer war das? Der Etagenkellner. Kannten Sie den Mann oder die Frau? Wie? Die da oben tot liegen. Nein. Es ist furchtbar. Entschuldigung. Rezeption? Ach, den Etagenkellner hätten wir morgen gebraucht. Um seine Aussage zu protokollieren. Na, hättest du was sagen sollen? Na, dir ist es ja auch nicht eingefallen. Der Herr auf Zimmer 103 hat auf unserem Hauskanal 5 ein Video gesehen. Ein Western. Und das Ehepaar auf 105 einen Porno. Was? Einen Porno sollen wir angesehen haben. Wir? Das haben wir nicht nötig. Das weiß ich doch nicht. Moment, einen kleinen Moment bitte. Oh, nein, Entschuldigung, auf Kanal 7 ein Kriegsfilm. Auch ein Video. Das Eiserne Kreuz. Das haben wir wirklich nicht nötig. Das können Sie alles kontrollieren. Ja, also ich kann alles kontrollieren. Das heißt, fast alles. Mit so einem guten Durchblick sollten Sie die Polizei nicht belügen. Ich Sie belügen? Ja, genau. Kennen Sie einen Herrn Sikorski? Dr. Klaus Sikorski. Aber schwindeln Sie uns nicht wieder an. Ja, mein Gott, das ist alles furchtbar. Ja, er kam schon seit Jahren zu uns. Warum haben Sie uns das nicht vorher gesagt? Weil wir sonst so etwas nicht machen, aber Dr. Sikorski hat uns auf Kongressen immer sehr viele Gäste gebracht. Kennen Sie auch die Frau, die da oben liegt? Ja, sie war öfters mit Dr. Sikorski hier. Wissen Sie auch ihren Namen? Nein. Nein, den Namen weiß ich nicht. Mir tut nur Frau Dr. Sikorski leid. Dr. Sikorski ist verheiratet. Eine wunderbare Frau. Danke. Wie bitte? Danke. Ach so. Entschuldigung. Kommt mal mit. Ja, Rezeption? Ja. Das wird erledigt. Meine Damen und Herren, das ist keine Theateraufführung. Gehen Sie bitte ins Restaurant auf Ihr Zimmer. Also, ihr fahrt dann mal zu Sikorski. Und du? Und ich fahr zur Adresse von dieser Frau. Frau Bogdan, Verena Bogdan. Ja, gut. Hier ist unsere Anschrift. Wem soll es Sie geben? Mir. Geben Sie es mir. Dankeschön. Komm. Esse. Ja. Möchten Sie einen Kaffee, Herr Kommissar? Immer.
Hey, der hat einen Unfall gehabt. Seit wann interessierst du dich für sowas? Wir sind doch nicht bei der Blechpolizei, sondern bei der Mordkommission. Ist jemand da? Komm, lass uns reingehen. Guten Abend, Kress, Kripo München. Ja, bitte, Sie wünschen? Ist Ihr Sohn zu Hause? Mein Sohn, ja, bitte. Polizei? Sind Sie Herr Bogdan? Ja. Was gibt's denn? Herr Bogdan, ja? Wissen Sie, wo Ihre Frau sich im Moment aufhält? Nein, das heißt ja, sie wollte mit ihrer Freundin etwas essen gehen. Was ist wieder mit dem Flittchen? Mutter, bitte. Hören Sie nicht auf sie. Meine Mutter hat kein gutes Verhältnis zu meiner Frau. Ihre Frau ist tot, Herr Bogdan. Sie ist erschossen worden in einem Hotelzimmer. Tot? Brauchen Sie einen Arzt, Frau Sikorski? Frau Sikorski? Nein, ich bin selber Ärztin. Setzen Sie sich. Wo haben Sie gesagt? Hotel Exposit. War er allein? Nein, es war eine Frau bei ihm. Und? Was ist mit ihr? Sie ist auch tot. Ebenfalls erschossen. Es tut mir leid, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Wie soll ich Ihnen helfen? Ich war den ganzen Abend hier. Wann haben Sie zum letzten Mal mit Ihrem Mann gesprochen? Er hat mich angerufen und gesagt, das Essen mit Brettschneider dauert noch länger als sonst. Wann war das? Das weiß ich nicht mehr genau. Wer ist Brettschneider? Ein Freund von ihm. Biologe und Arzt. Hatte Ihr Mann... Ich meine, vielleicht hat er nicht nur Freunde. Mein Mann hat immer Freundinnen gehabt, seit Jahren. Mein Mann machte chaotische Geldgeschäfte, immer schon. Mit seinem Freund Brettschneider beschäftigte er sich mit Genforschung. Und da fragen Sie mich, ob ich Ihnen helfen kann? Entschuldigung. Ich will Ihnen nichts vormachen. Zwischen uns, zwischen meinem Mann und mir. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich weiß auch gar nicht, warum sich das alles so entwickelt hat, aber da war am Schluss nur noch Arbeit. Vielleicht ein wenig Zuneigung noch von seiner Seite. Ich habe ihn geliebt. Haben Sie Kinder? Würden Sie mich bitte jetzt alleine lassen? Brauchen Sie nicht doch Hilfe, Frau Dr. Sikorski? Kann ich meinen Mann... Ich würde ihn gerne noch einmal sehen. Morgen in der Rechtsmedizin. Wo können wir Sie morgen erreichen? In der Praxis. Ach so, ja, nein. Ich weiß nicht. Rufen Sie mich hier an. Vielen Dank, Frau Dr. Sikorski. Bleiben Sie, wir finden allein raus. Und wenn Sie anrufen, lassen Sie länger läuten. Ich werde Schlaftabletten nehmen. Gute Nacht. Kann ich meine Frau noch einmal sehen? Ja. Morgen. In der Rechtsmedizin rufen Sie mich vorher an. Morgen, 9:45 zu Hause. Ich weiß es genau, weil das heute Journal... Mutter, kannst du mich endlich damit aufhören? Herr Kress hat doch überhaupt nicht danach gefragt. Aber er wird es gleich tun. Würdest du uns jetzt allein lassen, bitte? Haben Sie Kinder? Herr Bogdan, was haben Sie für einen Beruf?
Ich hab Geldtransporte gefahren. Und jetzt arbeite ich seit 4 Jahren als Detektiv. Freiberuflich. Arbeitet Ihre Frau auch? Ja. Als Sekretärin bei Wertmüller. War sie oft weg abends? Nein, nicht allzu oft. Ich war ja auch oft abends nicht da. Woran arbeiten Sie im Moment? Abwehr von Industriespionage. Ich observiere einen Algerier im Auftrag. Das haben Sie auch heute gemacht? Ja. Ja, Herr Bogdan, dann kann ich Ihnen nur noch mein Beileid aussprechen. Ja, danke. Ich habe Sie sehr geliebt. Meine Frau. Noch was? Sie haben eine Waffe, nehme ich an. Ja, ich... Das klingt sicher völlig verrückt, aber... Ja, was ist? Die ist gestohlen worden. Wie, was? Wie geht denn sowas? Wie kann man Ihnen Ihre Waffe stehlen? Ja, ich hatte den Wagen nicht abgeschlossen, nur einen Moment. Und da war sie weg. Das Handschuhfach war noch offen. Wann war das? Gestern. Haben Sie schon der Polizei gemeldet? Nein, das wollte ich heute machen. Ich hatte gestern wirklich wenig Zeit und es war mir auch peinlich. Was ist Ihnen noch aus dem Wagen gestohlen worden? Nur die Waffe? Ja. Das heißt, nein, Moment mal. Der Fotoapparat und das Fernglas lagen auch da. Wollen Sie noch meinen Waffenschein sehen? Nein. Melden Sie den Diebstahl bitte umgehend im Präsidium, aber umgehend, Herr Bogdan. Und legen Sie Ihren Waffenschein dort vor. Ja, natürlich. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Warte, Mutter, bitte. Ja? Sie haben gar nicht nach dem Mann gefragt, mit dem Ihre Frau zusammen war. Ja, muss ich das? Nee, müssen Sie nicht. Halten Sie sich morgen zu unserer Verfügung. Ballhaus. War die Polizei bei Ihnen? Ja. Und reden Sie schon. Warum soll ich mit dem Mörder meines Mannes sprechen? Sie haben meinen Mann umgebracht! Sie haben Ihren Mann und meine Frau getötet. War Ihr Stolz so verletzt, dass Sie morden mussten? Dass Sie morden konnten, ja? Was habe ich? Begann ich, dass ich war zu Hause, Herr Bogdan, wie absurd. Sie waren nicht zu Hause, ich weiß es. Sagen Sie jetzt was? Ich brauche mich nicht zu verteidigen. Den Spruch sagen Sie mal der Mordkommission. Haben Sie das der Polizei gesagt? Was? Dass ich nicht zu Hause war, Ihrer Meinung nach. Nein, das habe ich nicht. Und warum nicht, bitte, wenn das so ist? Weil es mir keiner geglaubt hätte, kein Mensch. Und am wenigsten die Polizei. Warum nicht? Warum sollte Ihnen niemand glauben? Weil es Verena Bogdan war, meine Frau, mit der Ihr Mann ein Verhältnis hatte. Und Sie? Sie haben es von Anfang an gewusst. Deshalb haben Sie mir den Auftrag gegeben, damit Ihre beiden Morde an mir kleben bleiben. Das werden Sie auch, Herr Bogdan. Sie haben beide umgebracht. Frau Dr. Sikorski,
Ich habe das Foto von Ihrem Mann mit der Widmung. Es bestätigt den Auftrag, den Sie mir gegeben haben. Und dann ist es für die Polizei kein Zufall mehr. Es kommt darauf an, wenn man mir glaubt, Herr Bogdan. Darauf kommt es an. Nach dem Tod meiner Frau ist mir alles egal. Also merken Sie sich. Wenn ich wegen Mordes verhaftet werde, sind Sie mit dran. Dann war der Auftrag von Ihnen ein Mordauftrag. Und das wird Sie 10 Jahre Ihres Lebens kosten. Verschwinden Sie! Sofort! Raus! Das war's noch nicht. Wir sehen uns wieder. Wenn ich will, werden Sie kommen. Ich rufe Sie an. Hier spricht Bavaria 3511. Wir haben ihn wieder. Die Kollegen haben uns geholfen. Aber uns fehlt etwa eine halbe Stunde. Und jetzt was Wichtiges für Riedmann. Morgen, Leo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist was? Kann eine Arztpraxis pleite gehen? Wieso eigentlich nicht? Dann sind die Sikorskis kurz vor der Pleite. Er hat auf alles Geld aufgenommen. Praxis, Geräte, Villa. Der hat bei Warntermingeschäften mit Geld spekuliert, das gibt's alles gar nicht. Und, noch was? Und außerdem haben unsere Taucher im frühesten Morgengrauen im Kanal die Sachen gefunden. Ein Fotoapparat, ein Fernglas und eine Pistole, die Bogdan da hineingeworfen hat. Na, sag wenigstens aha. Hm? Aha. Ja. Chris? Wer? Frau Weinert. Mein Bogdan! Was suchst du denn? Was ich suche, was ich suche? Hast du irgendwo ein Foto gesehen? Du warst schon als Kind schrecklich unordentlich. Frau Weinert, ich muss Sie unbedingt sprechen. Gestern Abend. Ich meine, ich war einfach grauenvoll zu Ihnen gestern Nacht. Frau Weinert, ich möchte das wieder gut machen. Können Sie nicht zu mir kommen? Das mit dem Geld, das können wir regeln. Es wäre mir sehr recht, wenn Sie die Unterlagen mitbringen würden. Bitte kommen Sie bald. Schade, dass ich Sie nicht selber erreiche, Herr Weinert. Dann machen wir es eben telefonisch. Es ist Donnerstag, spät nachmittags, genau gesagt kurz vor 18 Uhr. Ich hatte Ihnen das ja neulich schon angedeutet, dass Sie Ihre Beobachtungen anstellen sollen. Ich möchte es hiermit endgültig festlegen. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ich werde die Unterlagen über Ihre Beobachtungen vernichten. Bitte tun Sie das Gleiche. Und dann bitte ich Sie, mir eine Schlussrechnung zu schicken. Nicht mehr an die Praxisadresse, sondern postlagernd, Hauptpostamt, auf meinen Namen. Und danke für Ihre Bemühungen, Herr Weinert. Frau Sikorski. Die Unterlagen dazu habe ich leider nicht gefunden, weil mein Mann macht augenblicklich wenig Gebrauch von zu Hause. Er ist Trinker und mal wieder auf Quartalstour. Aber ich kenne den Inhalt der Unterlagen. Ich habe es ja selbst in die Maschine getippt. Lassen Sie nicht stören.
Mein Mann hatte nämlich den Auftrag von der Frau Dr. Sikorski, ihren Mann zu beobachten. Sie kennen das Hotel Exposit? Gegenüber vom Hotel ist eine kleine Pension. Die sollten sich mal ansehen. Vom Zimmer 12 aus kann man nämlich in das gegenüberliegende Zimmer vom Hotel Exposit gucken. Genau in das Zimmer, in dem Dr. Sikorski sich immer mit der Frau getroffen hat. Ich habe von der ganzen Geschichte heute früh im Radio gehört. Das ist die Pension Hohenstaufen. Den Besitzer kennen wir. Die Kassette dürfen wir erstmal behalten, ja? Danke, Frau Weinert. Habe ich eine Chance, wenn es eine Belohnung gibt? Ich brauche Geld. Ich denke, ja. Soviel ich weiß, hat mein Mann für die Frau Dr. Sikorski den Namen der Freundin ermittelt. Bogdan. Ja? Was gucken Sie mich so an? Sie sind der Teufel, den man manchmal braucht, Frau Weinert. Ah ja. Mein Kollege schreibt hier, dass Ihr Wagen in der Garagenzufahrt von Frau Sikorski steht. Ja, ich wollte Frau Dr. Sikorski ja eigentlich anzeigen wegen Fahrerflucht und Sachbeschädigung. Und gestern Abend... Ach, Sie haben Frau Dr. Sikorski gestern Abend gesehen? Ja, habe ich. Kommen Sie, nehmen Sie mit. Das müssen Sie mir genau erklären. Wenn man Polizei bekannt ist, zählt das bis ans Lebensende. So ist das. Wie das Leben so spielt, ja. Wir hätten gern das Zimmer 12 gesehen. Das ist wieder belegt worden, Herr Heimann. Oh, das Zimmer freut sich aber großer Beliebtheit. Das ist doch richtig, Herr Burmeister. Kann man wohl sagen, ja. Wir hätten das Zimmer trotzdem gerne gesehen. Der Herr kriegt aber gleich Besuch, hat er gesagt. Eine Dame. Eine Dame. Aber noch wichtiger als die Dame war ihm ein Foto. Da war er ganz scharf drauf. Was für ein Foto? Das Zimmermädchen hatte es mir gebracht. Ich hab's ihm schon gegeben. Was für ein Foto, bitte? Moment, wo ist denn die Zeitung? Herr Burmeister, ein Kaffee, bitte. Ja, Moment, bitte. Mit dem da. Er hatte es gestern Abend im Zimmer liegen gelassen. Oder verloren. Was weiß ich. Kann ich mal telefonieren? Soll ich Nein sagen? Die ist durchgedreht, die Frau Dr. Sikorski. Dabei wollte ich doch nur Geld, was meinem Mann zusteht. Dann hat sie was von Erpressung geredet und ist losgefahren und bei mir hinten drauf. Das Hinterrad war dann so eingeklemmt von dem Blech, dass ich nicht mehr wegfahren konnte. Musste das Auto ja stehen lassen. Nein, ich kann jetzt nicht länger warten. Wenn ihr Kress findet, dann sagt ihm, er soll sofort hierher kommen. Pension Hohenstaufen in der Pettenkofer Straße. Ja, danke, Ende. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ich möchte zu Herrn Bogdan, Zimmer 12. Wer? Ach so, ja, Zimmer 12. Die letzte Tür rechts, bitte. Danke. Nun? Wie geht es weiter? Ich habe keine Waffe. Sie waren gestern Abend nicht zu Hause. Ihr Wagen nicht und Sie auch nicht. Ich war noch bei Ihnen. Ich wollte mit Ihnen sprechen. Allein das Licht brennen zu lassen, ist noch kein Alibi. Sie haben Ihre Situation immer noch nicht begriffen. Bitte.
Lassen Sie sich nicht stören. Kreis Kripo München. Ich nehme an, Sie sind Frau Dr. Sikorski. Ja, das ist sie. Und sie hat ihren Mann und meine Frau getötet. Sehen Sie sich ihn an. Er hat Angst, dass Sie schon wissen könnten, dass er meinen Mann und seine Frau umgebracht hat. Ich weiß es auch schon, Herr Bogdan. Wir haben Ihre Waffe aus dem Kanal gefischt und Ihren Fotoapparat und Ihr Fernglas. Aus Ihrer Waffe sind die drei tödlichen Schüsse abgegeben worden. Das ist meine Waffe. Legen Sie doch die Waffe weg. Machen Sie keinen Blödsinn, Herr Bogdan. Sie bleiben da stehen. Drehen Sie sich zur Wand. Sie kriegen mich nicht. Sie nicht. Und selbst wenn ich es war. Alles in Ordnung, Leo? Alles in Ordnung. Nehmt ihn mit aufs Präsidium. Schon unterwegs. Sagen Sie mir nochmals bitte Ihren Namen. Chris. Reden Sie nicht mit mir? Sie Bogdan beauftragt, Ihren Mann zu beobachten? Ja. Und warum? Ich wollte wissen, wer die Freundin meines Mannes ist. Das ist doch nicht die volle Wahrheit. Als Sie Bogdan beauftragten, wussten Sie doch schon, dass die Freundin Ihres Mannes Verena Bogdan heißt. Wie kommen Sie denn darauf? Ich kann es beweisen. Ja, wie wollen Sie das gegen mich verwenden? Ich habe doch kein Gesetz gebrochen. War das der richtige Weg? Was wollten Sie damit erreichen? Ich wollte, dass mein Mann die Beziehung zu Frau Bogdan abbricht. Ja, das wollten Sie. Aber Sie haben eine Tragödie heraufbeschworen. Das haben Sie damit erreicht. Wie soll ich damit leben? Mit dem Tod meines Mannes und mit dieser Schuld. Die kann Ihnen niemand abnehmen. Bogdan wird sagen, ich hätte ihn zu dieser Tat angestiftet. Das wird er sagen. Ja, und dann? Was dann? Was soll ich ihm darauf antworten? Sagen Sie ihm, ich hätte das nicht gewollt. Ich habe nur gewollt, dass er seine Frau zur Rede stellt und dass mein Mann zu mir wieder zurückkommt. Gewollt.